Erlauben Sie, dass ich mich setze? Aber ich bitte doch, bitte, bitte, mit gesetzten Herren spreche ich am liebsten. Was haben Sie? Ich ruf gleich. Ui, das ist aber auch ein Ding. Na bitte. Die Zündfinger, oder wie die heißen, sind alle dran. Die Greifer hier unten auch. Und der Vergasergast vor sich hin. Warum er nicht läuft, weiß ich nicht. Ich baue es wieder ein. Cruchot. Ja, mein lieber Vorgesetzter? Sagen Sie, wie alt sind Sie eigentlich? Mittwoch, mein lieber Adjutant. Ach Quatsch, Mittwoch, heute ist außerdem Donnerstag. Wie alt Sie sind, will ich wissen. Ah ja, dann will ich sagen, Freitag. Ich kam gerade an mit dem Auto. Sehe ich, und was haben Sie davor getan? Nun, vorher sind wir abgefahren. Waren Sie das, Schwester? Nein, ehrwürdige Mutter. Sagen Sie mal, schämen Sie sich nicht, in dieser Tracht Fahrrad zu fahren, was? Cruchot, das gibt entweder Irrenanstalt oder Kriegsgericht. Ab in den Wagen. Manu, das ist so warm hier. Hilfe! Hilfe! Ich hab mit einmal so einen heißen Kopf. Kommt überhaupt nicht in Frage, trotz einem Respekt, ich protestiere, ich weigere mich und sei energisch. Hat seine kleinen Spielkameraden im Kindergarten gebissen? Niemals! Sabotage! Nur untersuchen lassen, wer das zu untersuchen hat. Das ist verlorene Zeit. 4 Tage Arrest bei Trockenbrot und Kerze. Das wird euch ein bisschen... Fahren Sie doch schneller. Ich hab gesagt, schneller! Geben Sie mir mal das Steuer. Oh! Ja. Endlich! Das ist Mr. Madame Cruchot. Und der Besen, die bezaubernde Dame daneben, ist meine Frau. Muss doch zu sehen sein. Geben Sie mal. So ist das. Die sind nicht mehr da. Ich weiß auch den Grund. Die sind weg. Sie sind kriminell. Stoppschild übersehen. Darauf steht die Todesstrafe. Und Ihre Freundin auch. Das ist mein Mann. Stimmt, ich heiße George. Trotzdem Fräulein George anziehen. Und jetzt meine liebe Frau auch noch. Ich meine nicht, dass ich was dagegen hätte. Aber wer kocht jetzt für mich? Ja, aber nun ist Fini mit den Frauen. Ich meine, wir haben ja kein Nest hier. Wir hatten 4 Politessen und zack, weg sind sie. Sein Giftbesen hat sich auch einen Schlag von hinten gegen die Birne eingefangen. Vielleicht sitzen Sie auf meinem Platz besser. Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser. Gut, viel besser. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Oh. Und wir haben bei ihm eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Oh.